Frau Dr. Scholz, was wären für Sie die Themen, die auf jeden Fall auf die Post-2015-Agenda gesetzt werden müssen? Ich würde versuchen, ein Ziel zu benennen, das auf jeden Fall dabei sein sollte. Das hat das SDSN-Netzwerk so formuliert, und zwar Wirtschaftswachstum oder Recht auf Entwicklung im Rahmen der planetarischen ökologischen Grenzen. Das haben Sie formuliert, und das als Indikator wurde dann gesagt, dass ein bestimmter Prozentsatz, ich weiß nicht mehr genau wie viele, von Ländern zu Ländern mit mittlerem Einkommen werden sollten. Also dass dieser Trend, dass die armen Länder sozusagen reicher werden, dass der fortgesetzt werden soll. Und das haben sie dann aber kombiniert mit anderen Indikatoren, die deutlich machen sollen, dass das mit einem verringerten Umweltverbrauch kombiniert sein soll. Und das finde ich ein sehr kluges Ziel, weil es diesen Wunsch nach Wirtschaftswachstum, nach Steigerung der Produktivität, nach einer besseren Versorgungslage aufnimmt, aber verknüpft mit Indikatoren, die deutlich machen, das Ganze darf nicht zulasten der Umwelt gehen. Und wenn ich mir das vorstelle, auch für die Bundesrepublik, dann ist das es ist also ein universalisierbares Ziel. Denn ich denke, diese sozialen Ziele, Verbesserung der Gesundheitsversorgung, der Bildung, die kommen sowieso auf die Agenda. Aber wir müssen es verknüpfen mit der Umweltdimension. Sie sprachen eben in Ihrem Vortrag auch von Politikkohärenz. Die Post-2015-Agenda ist nicht nur ein Thema für die Entwicklungspolitik, sondern für alle anderen Politikressorts auch. Findet da ein Umdenken in dieser Hinsicht statt in der Politik? Ich glaube, das könnte noch stärker werden. Also wir wissen ja in Deutschland, dass wir am stärksten sehen wir das in der Energiewende. 2050 sollen unsere Emissionen um 80% verringert werden. Und das erfordert eben den Umbau unseres Energiesystems. Und da sieht man, dass eben umweltpolitische Ziele und wirtschaftspolitische Ziele und auch sozialpolitische Ziele, also Versorgung, stabile Energieversorgung für alle zu bezahlbaren Preisen, dass das kombiniert werden muss mit diesem anspruchsvollen technischen Umbau. Das wissen wir. Aber in der politischen Auseinandersetzung wird es dann wieder vereinfacht und zugespitzt. Das geht nicht mit der Energiewende, weil der Strom dann zu teuer wird. Wir sind dann nicht mehr wettbewerbsfähig und so weiter. Solche Argumente werden dann ins Feld geführt. Und ich denke, dass wir da sachlich noch viel zu lernen haben. Zum anderen aber auch, dass uns deutlich wird, man kann den Umbau des Energiesystems nicht messen, ob das nun geht oder nicht, indem man nur in der kurzen Frist über Energiepreise oder Strompreise nachdenkt. Und wenn es für die Haushalte zu teuer wird, die von Hartz IV abhängig sind, dann wird man für diese begrenzte Zahl von Haushalten eine Lösung finden müssen. Und das kann man auch bezahlen. Da muss dann nicht das ganze Projekt geopfert werden. Also in dem Sinne Politikkohärenz praktisch konkret zu formulieren, haben wir, glaube ich, noch viel zu lernen.